Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Jöni hier und herzlich willkommen zum nächsten Star Wars Jedi Fallen Order Let's Play. Ja, Freunde, heute geht es weiter mit unserer großen Reise. Wir sind immer noch auf dem Planeten Zepho. Unser nächstes Ziel ist es, einen neuen Planeten zu erkundschaften. Dazu müssen wir zurück zum Raumschiff, wie ihr hier hinten sehen könnt. Und ich habe mir vorgenommen, Leute, euch so gut es geht alles zu zeigen. Ein paar haben gesagt, ey, zeig uns lieber alles, tu manche Sachen nicht überspringen. Und genauso werde ich das auch machen. Ich könnte jetzt einfach sagen, okay, wir sehen uns gleich beim Raumschiff wieder. Aber wir werden uns jetzt gemeinsam hier durchkämpfen und versuchen auch diese grünen Sachen freizuschalten. Denn das können wir jetzt machen, weil wir haben, wie ihr sehen könnt, mit R2 eine neue Macht erlangt. Und ich habe Cal wieder seinen weißen Anzug gegeben. Ich persönlich finde, der sieht am geilsten aus. Dann habt ihr geschrieben, ich sollte am besten den Gegner mit R3 anvisieren. Ne? Mit R3 anvisieren. Das werden wir auch machen, weil dann sieht der Kampf geiler aus. Und wir haben noch einen Punkt verfügbar in unserem Fähigkeitenbaum, den wir jetzt auch nutzen werden. Und ich habe mir eigentlich gedacht, dass das hier eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Wenn wir einfach sprinten, dann tut automatisch die Schüsse von denen ablenken. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr stabil. Deshalb werden wir das erstmal erlernen. Und ja, ich muss sagen, gestern kam leider die Folge sehr, sehr spät online. Deshalb hat sie auch, glaube ich, noch gar nicht die 10.000 Likes erreicht, weil die so spät online kam. Aber ich habe euch gesagt, ich bringe nicht jede Folge erst, wenn die eine davor 10.000 Likes hat. So bin ich nicht, Leute. Aber mich würde es freuen, wenn ihr einfach mal genau jetzt alle, die zuschauen, einen Daumen nach oben da lässt. Jedes Video 10.000 Likes. Das ist so eine Motivation für mich, weil ich sehe einfach, wie sehr ihr dieses Spiel feiert, Leute. Und ja, ihr habt gesagt, ein einzelnes Lichtschwert, also das hier, macht auf jeden Fall mehr Schaden, wenn, wenn man 1 gegen 1 kämpft und so. Generell macht es mehr Schaden. Deshalb werde ich versuchen, auch mehr mit dem einen Lichtschwert zu kämpfen. Und wir können ja jetzt diese ganzen neuen Sachen freischalten, indem wir R2 drücken. WWE wird heute auch noch kommen. Kann er sich mal wieder umdrehen? Wow, was geht denn jetzt? Was ist das denn? Was zur Hölle? Hallo, was geht ab, Digga? Alles fit? Oh mein Gott, ist das nicht hier, wo wir, wisst ihr, wo das ist, Freunde? Wir sind hier, wo eigentlich diese Centaurios, diese Bullen waren, wisst ihr noch, diese ganz Riesendinger? Heilige Scheiße, aber jetzt können wir einfach hier, wuhu, das ist ja mal richtig geil und von oben, boom. Wow, was ist das denn? Der mit Bazooka, Scharmuta, Abu Bazooka. Ja, Bruder, wie soll ich denn zu dem hochkommen? Eigentlich ganz easy. So. Na, mein Lieber, alles fit? Boah, Digga, ist das geil mit diesem Hochfliegen. Ja, noch jemand Bazooka. Wie viele Leute haben denn hier Bazooka? Scharmuta. Okay, springen wieder runter. Woohoo! Boah, ist das geil, wie hoch wir fliegen. Bam, bam. Er weicht immer wieder aus. Er weicht immer wieder aus, ja. Ich bin auch ein Jedi. Gegen mich kannst du nicht so einfach gewinnen. Haltet mir den Rücken frei. Bam. Boah, Junge, ist das krass, ey. Ah, genau, mit R1, mit R3 Gegner anvisieren. Komm, ich visiere mal jetzt. Alter, hat er mir viel Leben abgezogen. Ich will jetzt mal anvisieren. Ah, dann sieht das echt besser aus, weil dann ist der Fokus mehr auf ihn gelegt, ne? Das stimmt schon. Okay. Jetzt holen wir uns den letzten, Freunde. Da ganz oben. Oha. Warte, wir müssen noch irgendwie gucken, wie wir da hochkommen. Vielleicht klettern. Ist das sinnvoller? Nein, ist nicht so sinnvoll. Wow! Mit seiner Scheiß. Mit seiner Scheiß-Bazooka, den müssen wir irgendwie aufhalten. Warte, warte, warte. Das machen wir schon. So, jetzt aber. Eins. Komm, Kerl. Jetzt konzentrier dich, mein Lieber. 1, 2 und 3. Genau so will ich das sehen. Genau so. Hier können wir noch meditieren. Dann kommen wir die ganzen Gegner wieder zurück. Kommen wir jetzt mit R3. Boah, dem einfach zack mit dem Lichtschwert alles durchtrennt. Heilige Scheiße. Okay. So, wir können hier eigentlich nochmal meditieren. Ich würde sagen, das ist eigentlich auch sinnvoll, weil wir müssen ja eh diesen Weg da lang. Wir können mal auf der Karte gucken. Hier unten haben wir noch zum Beispiel eine Felswand, die wir öffnen können. Mit R2 ganz easy. Zack. Boom. Hä? Ah, okay. Hier haben wir nämlich noch ein Echo, was wir wahrnehmen können. Was erwartet? Ich habe ein seltsames Gefühl. Hier trafen sich Zepho. Aber warum? Zepho-Rituale. Die Überreste alter, von dem Zepho hergestellter Waren. Möglicherweise bei Ritualen verwendet. Okay. Ja. Also es scheint hier einiges abzugehen, Leute. Die Story ist wirklich bombastisch. Ich kann euch schon mal sagen, meine Freundin hat das Spiel schon durch. Und sie meinte, das war das beste Spiel, was sie jemals gezockt hat. Und ich bin wirklich echt... Also das Spiel, langsam muss ich ganz ehrlich sagen, es kommt schon in Richtung Uncharted an. Muss ich ganz ehrlich sagen, Freunde. Das ist unfassbar, was dieses Spiel macht. So, guck mal, hier haben wir auch noch was, was wir durchbrechen können. Ich versuche sowas... Oha, was ist das denn?
Was zur Hölle? Was war... Was war das denn? Oha, wo geht's denn jetzt hier hin? Wo geht's hier hin? Nein, jetzt hab ich... Ich will hier runterfallen, lieber. Und ganz ehrlich, ich will runterfallen. Nein, warum sind wir jetzt hier? Oder ist das ein neuer Weg? Ich weiß es nicht. Nicht, dass wir sie zu einer Abkürzung genommen haben, Freunde. Ich glaube, wir haben echt eine Abkürzung genommen, ne? Ey, richtig unnötig, Alter. Oder? Können wir noch hier hin? Unten links, da will ich nämlich auch noch hin. Ich will versuchen, alles mitzunehmen, was wir mitnehmen können. Wir können hier nochmal meditieren. Das wäre eigentlich sehr, sehr schlau, wenn wir hier nochmal meditieren würden, Leute. Meditation. Ja, ein paar haben sich gewünscht. Vielleicht ein 1-Stunden-Special morgen als Folge 10. Muss ich gucken, Leute. Wird sehr, sehr eng werden. Ich will das Spiel auch nicht, dass es zu schnell vorbei ist, bin ich ganz ehrlich. Ich will lieber schön, dass wir das im Monat Dezember noch... Ich will auf jeden Fall, also das werde ich eh nicht schaffen, dass das Spiel so lange noch geht, bis der Film rauskommt. Aber ich glaube, das wird er nicht. Das werden wir nicht schaffen. So, wo... Ah, okay, da ist die Tür. Da können wir ja easy hin. Perfekt. Perfekt. So, machen wir jetzt auch mal. Guck mal, jetzt sind wir sprinten. Oha. Ich versuche den jetzt mal anzuvisieren. Jetzt habe ich ihn anvisiert mit R3. Seht ihr, jetzt ist da so ein roter Punkt auf ihm. Ah, dann sieht es echt anschaulicher aus, weil er den die ganze Zeit anschaut und so, ja. Boah, guck mal, wie gut wir geworden sind mittlerweile. Keiner hat eine Chance. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind im Schiff. Das habe ich nicht erwartet. Heilige Scheiße. Eine riesige Sepho-Statue. Sollten da nicht auch Sepho-Sachen drin sein? Wo ist der Kleine hin? Ihr meintet ja, ich soll dem auf jeden Fall folgen, weil der immer Sachen versucht zu analysieren. Nur die Sache ist, ich finde ihn gerade. Ist er schon so weit vorgerannt? Wenn ja, ist es echt ein kleiner Schlawiner. Jawohl, wie schnell der ist. Voll der Süße. Erinnert mich irgendwie an meinen Hund Kylie. Scheiße. Guck mal, wie neugierig der Kleine ist. Okay. Er hat uns quasi jetzt gerade den Weg gezeigt, dass wir da hochklettern sollen. Aber ich finde es schon interessant. Ich will alles mitnehmen, was wir mitnehmen können, Leute. Habe ich euch ja schon mal gesagt. Aha, was haben wir denn? Upgrade beschaffen. Oh mein... Ah, für die Kleinen ein Upgrade. Jetzt können wir auch andere Sachen freischalten. Reparieren wir dich mal. Und? Also das Spiel ist... Ohne Spaß, Leute. Macht 10.000 Likes voll. Unglaublich. Ja, Mann, das war gerade ein schönes, süßes Thumbnail-Foto. Was macht sie denn jetzt genau? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt kann sie auf jeden Fall mehr als davor. Scomp-Anschluss. Hacke Konsolen, um neue Gebiete zu erreichen. Ah, okay. Ach so, solche Dinger können wir jetzt hacken. Okay. Ich bin jetzt gespannt. Ach krass, guck mal, jetzt hack... Alter. Ich kann dich da unten sehen. Meine Güte, was willst du, ey? Ein Schlag, der ist sofort tot. Oh, komm her. Guck mal, jetzt sind wir sprinten, was der macht. Oh, guck mal, jetzt sind wir sprinten. Oder so, ganz easy. Ach, krank, ey. Guck mal, wir haben einen komplett neuen Bereich entdeckt. Aber ich würde sagen, Freunde, immer wenn sowas auf dem Weg ist, machen wir es. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal zu dem Planeten Bogano zurückfahren, da alles machen, dann geht's ja nicht mit der Story voran. Deshalb schreibt mir jetzt in die Kommentare, was ist euch lieber, dass wir trotzdem diese Nebensachen, sag ich mal, machen, während wir zocken, oder uns erstmal voll und ganz auf die Hauptstory konzentrieren und wenn wir das Let's Play durch haben, dann vielleicht nochmal einen Livestream machen oder einen Zusatz oder zwei Zusatzvideos, wo wir die ganzen Planeten abklappern und versuchen, diese ganzen Sachen zu machen, die man machen kann. Ja? Das ist jetzt auch mal eine sehr, sehr wichtige Frage, Leute. Ah, okay. Wo geht's hier hin? Oh mein Gott, was geht jetzt ab? Oha. Okay. Ja, wir müssen da rüber, alles klar, easy. Wow. Oh, wir markieren den mal. Boah, hat er den einen fetten Schlag gegeben, der war sofort weg. Krass, was wir hier alles hacken können mit der Kleinen, ne? So kann man das machen. Oh mein Gott, wisst ihr, wo wir sind? Nee. Hä, wo sind wir? Ah! Ich weiß, wo wir sind, Freunde. Das war die Stelle, erinnert ihr euch noch gestern oder vorgestern, wo ich gesagt habe, ey, da kann man nur hoch, aber nicht runter. Guck mal, wir sind genau hier. Ach,
krank, Digga. Da sind wir nämlich vorhin reingegangen, in dieses Loch. No homo. Ich werde die ganze Zeit voll pervers hier am Reden. Okay, wir gucken mal. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt zurück zum Schiff. Ich würde sagen, das ist der Weg eventuell, oder? Das ist der richtige Weg. Déjà weg. Oh, ist der falsche Weg. Lass mich in Ruhe. Ich glaube, der Weg ist der richtige, oder? Wir müssen mal jetzt genau gucken. Wenn wir hier lang gehen. Boah, wir müssen irgendwie zurück zum Schiff kommen, ne? Wenn wir jetzt hier lang gehen, das war der falsche Weg, glaube ich. Hier haben wir auch eine Tür, die wir hacken können, Alter. Genau, da will ich aber eigentlich hin, Freunde. Ey, komm, das ist auf dem Weg, das machen wir. Aber das ist ja auch interessant, finde ich. Deine Abwehr ist ziemlich gut. Ja, dann blass mir noch einen. Wenn meine Abwehr ziemlich gut ist. Komm, schieß doch nochmal. Schieß, komm, ja. Das macht er echt süß, ne? Voll, jetzt überhitzt das. Und jetzt rennt er weg. Hier, du Billiger. Okay, ich will auf jeden Fall jetzt zu dieser einen Türe hin, die wir noch nicht... Geht's da hoch oder was war das? Da gab's ja nämlich so eine Türe, die wir noch nicht geöffnet hatten. Wisst ihr das noch? Die auch zu dem Raumschiff führte. Ach, guck mal, was wir... Oh mein Gott. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Das kann sie jetzt auch hacken. Guck mal, so diese ganzen Kisten, die überall noch verteilt sind. Hey. Was war hier drin? Irgendwas Brauchbares? Neues Mantis-Lackierung erhalten. Optionen. Ach, fürs Schiff, Mann. Wieso immer fürs Schiff? Was kennt sie da? Ah, die Pflanzen wieder, ne? Ich bin gespannt, wie sie wachsen. Okay. So. Einen Weg gab es hier noch, Leute. Da müssen wir hoch. Jawohl, ich glaube, hier war das, oder? Jawohl, wir gehen da jetzt mal hoch. Dann dahin. Dann ging es ja da lang, aber es ging noch einen Weg hier lang. Genau, und jetzt kommen wir zu dieser einen Türe, glaube ich. Oder? Nee, 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 nee. Wo war die denn, ey? Mann. Das ärgert mich jetzt gerade. Ich weiß nicht zu 100%. War es die Richtung, Leute? Nee, die war es nicht. Shit. Die Türe, die war hier irgendwie. Aber wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da nochmal hin? Das ist gerade eine echt sehr, sehr gute Frage, die ich nicht beantworten kann, ehrlich gesagt. Ach, da unten ist die Türe, jawohl. Meint ihr, wir können da runter? Jawohl. Jawohl, genau hier wollte ich doch hin. LOL. Aber die war doch zu. Jetzt kann sie das aber hacken. Ja, Mann, genau hier wollte ich hin. Einfach nur runterspringen. Wow. Oha, was ist das für ein Droide da? Ist das der R2-D2? Los, vorrücken! Oh mein Gott, guckt euch mal den Droiden an! Er wird nicht zu seinem nächsten Ziel! Oha, sorry! Oh mein Gott, habe ich den Droiden gerade kaputt gemacht? Ich hab ihn erwischt! Oh mein Gott, habe ich den Droiden gerade kaputt gemacht? Das wollte ich nicht! Der hat gerade voll diese Geräusche gemacht. Krank! Ich danke dir. Imperiale Astro-Technologie-Droidere. Das Galaktische Imperium setzte auf seinen Schiffen eine breite Palette von Astro-Droiden, die auch als Astro-Droiden bekannt waren. Die Droiden wurden vor... Ja, ja, ja. Die kennen wir ja von den Filmen. Die Droiden haben ja so viel machen können, ey. Auch Anakin hatte ja einen R2-D2 und so. Heftig. Guck mal, wo es hier überall lang geht im Schiff. Ey, guck mal, Leute. Wir schalten völlig... Hier rüber. Völlig neue Wege frei. Ohne Scheiß. Das ist echt krank. Diese Tür bewegt sich nicht. Das ist echt krank. Das ging schnell. Ach krass, guck mal, wo wir hier jetzt sind. Echo wahrnehmen. Ja, hier meditieren wir nicht, Freunde, auf keinen Fall. Verschwendet eure Energie nicht mit einem fehlenden Artefakt. Ich werde mich selbst darum kümmern. Okay. Geht gut. Von dieser Seite kann dieser Aufzug im Moment nicht gerufen werden, okay? Das heißt, hier geht's nicht weiter. Hey, BD1. Wir gucken mal weiter. Okay, das geht. Das heißt, es geht nur hier lang. Es wird bestimmt 100% auch irgendwo eine Abkürzung hin sein zu einem anderen Weg oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Ist jetzt diese riesige Aussichtsplattform? Nee, ne? Alter. Ich finde das so interessant. Ohne Witz. Das ist so ein geiles Abenteuerspiel. Man erkundet die Planeten hier komplett. Man versucht hier alles rauszufinden. Du, wirklich Bombe. Könntest mal einen Witz erzählen? Keine Was? Ahnung. Ein Witz. Warum? Witzig. Alter, wo sind wir hier gelandet? Das sieht so krank aus, Leute.
feiere ich ab nochmal. Wir brauchen diesen Planeten echt noch nicht verlassen, weil hier gibt es ja noch so viel zu erkundschaften. Bombe. Okay, wir klettern jetzt hier mal rum. Ich glaube, das ist diese riesige Aussichtsplattform, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ich weiß es nicht. Aber es ist schon interessant, so zusammen mit euch im Livestream alles auf 100% zu machen. Hätte ich eigentlich schon mal Bock. Ja, das ist diese Aussichtsplattform. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was zur Hölle ist das? Oha. Oha. Ja, wir hätten echt meditieren sollen, Freunde. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Dass hier so ein riesiger Golem kommt, Alter. Boah, Junge, was ist das? Boah. Heilige Scheiße, Alter. Heilige Scheiße. Schieß mal auf den Golem. Ey. Jawohl, jetzt habe ich ihn, glaube ich. Jawohl. Boah, Junge. Den haben wir auseinandergenommen. Einmal kurz einen Stim nehmen. Ich würde sagen, jetzt ist die Zeit gekommen für zwei Lichtschwerter, Freunde. Jetzt ist die Zeit gekommen für beide. Nicht nachlassen. Ah, okay. Boah, Junge. Nicht nachlassen. Ah, die machen gerade richtig Druck, Bruder. Feuert auf den Feind. Boah, das war geil. Seht ihr? Dafür sind diese mehreren Lichtschwerter geil. Wir haben gerade keine Macht. Wir haben gerade keine Macht. Jemand anderer soll ihn angreifen. Boah. Boah, alle auseinandergenommen, ey. Alle auseinandergenommen. Heftig. Sturmtruppen-Commander. Ja, dann haben wir doch letztes Mal schon eigentlich gescannt gehabt. Boah, die Musik ist so richtig mysteriös. Die hört sich so an, so als wäre Anakin auf dem Weg zur dunklen Seite über Episode 3. So hört sich das an. Ey. Krank, was ist hier für... Ah, ich glaube... Oh mein Gott, kennt ihr diese Wände noch von Episode 1? Alter. Mal gucken, was auf der Holocard hier angezeigt wird. Okay, der Weg ist versperrt. Geht's hier weiter? Nee. Wie Bock das macht, hier alles zu erkundschaften, Leute. Na, auch wenn wir noch nicht auf dem neuen Planeten sind, ist das sowas von scheißegal. Es macht so Bock, Leute. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Das macht einfach richtig Laune gerade. Hast du deine Unterkunftsbelegung schon beantragt? Sie verlegen uns in die bessere Kaserne. Okay, Augenblick. So. Dann können wir was zertrümmern. Frage ist, wer hat denn da gerade geredet? Was hat das zu bedeuten, Freunde? Da können wir auf jeden Fall nicht drüber. Okay. Würde man gerade gerne interessieren, wer da geredet hat. Okay, das können wir auf keinen Fall benutzen, das Ding da. Alles klar, gut, dann müssen wir da hoch. So, oh, oh. Schnell, schnell. Jawohl. Na? Voll der Süße. Fall nicht zurück, BD1. Hacken? Ach krass, können wir nochmal hier hacken? Ey. Oh mein Gott, wer ist das denn da drüben? Ey, guck mal, man findet völlig neue Gegner. Ohne Witz, das ist zu krass. Man findet echt... Oha. Abkürzung freigeschaltet. Okay, das ist... Ah, das ist der eine Aufzug, der runtergeführt hat, wo vorhin stand. Den kann man nicht bedienen. Okay, die Frage ist, was geht jetzt da ab? Oha, Alter, was zur Hölle? Ey, krank, Digga. Na? Mein Leben gehört mir. Was hat der für Waffen? Wow! Hat er nur so krasse Waffen? Nee, 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 nee. Alter! Wie viel Leben hat der denn? Wir haben keinen Stim mehr. Wow. Ah, der ist gar nicht so stark, Freunde. Oha! Was macht der da auf einmal mit mir? Der ist nicht so stark. Ich habe einen Truppler mit schwarz-roter Rüstung ausgeschaltet. Wie die auf Brucker. Auslöschungstruppler. Die jagen ausschließlich Jedi. Kommen jetzt Inquisitoren? Krank. Möglich, aber Brucker ist weit weg. Vielleicht denken sie, Auslöschungstruppler reichen.
Die jagen oder sie bremsen dich absichtlich aus. Bleib wachsam. Die jagen ausschließlich Jedis, ey. Heftige Scheiße. Okay, links haben wir auch nochmal einen Weg. Junge, was wir hier alles freischalten, ne? Nur weil wir jetzt das mit R2 haben, das ist schon krass. Ohne Witz, ich finde das wirklich krass. Was man hier alles noch erleben kann, wie viel Arbeit in diesem Spiel steckt, bitte. Unglaublich. Wirklich. Geht's hier weiter? Ne. Okay, dafür brauchen wir noch vielleicht ganz andere Mächte. Seht ihr das da oben? Da oben ist nämlich so ein Seil. Und damit können wir nichts machen. Aber hier geht's wieder raus irgendwo. Aha. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay, wir gehen da einfach mal lang. Nehmen wir jetzt eh, denke ich mal, alles so gut es geht hier erkundschaftet. Vielleicht ist es auch eine Abkürzung zum Schiff. Vielleicht sind wir auch gleich wieder beim Schiff. Nur Fakt ist für mich, wir werden jetzt hier meditieren. Krank. Ich habe gedacht, dass wir heute in der Folge schon den neuen Planeten sehen. Aber ich verspreche euch noch, Freunde, wir werden heute in dieser Folge noch zum Schiff gehen und unser neues Laserschwert machen. Egal, wie lange die Folge geht, okay? Das ist doch ein Deal. So, jetzt gehen wir nochmal auf den Fähigkeitenbaum. Denn wir haben eine neue Fähigkeit, die wir freischalten können. Wir können hier, okay, das braucht 2. Kells maximale Macht erhöht sich. Das machen wir einfach mal, komm. Weil unsere Macht ist manchmal irgendwie zu schnell leer, finde ich. Und da brauchen wir mehr maximale Macht. Ja, Mann, weiter geht's. Gucken erstmal, wo wir hier sind. Was ist das denn? Oha. Absturzstelle? Alter. Ja, super. Und jetzt? Wie komme ich denn da hin? Was? Was zur Hölle? Da stand da R3? Oha. Wir können auch schwimmen. Was? Ey, guck mal, was wir gerade alles entdecken, Digga. Was zur Hölle ist das? Das hätten wir vorher nie entdecken können. Warte mal. Ey, wir können jetzt sogar schwimmen in einem Spiel. Guckt euch das Wasser an. Ey, wie krank. Wir sind jetzt irgendwo an eine Absturzstelle gelangt. Ich dreh durch, Leute. Ich dreh durch. Das Spiel überrascht mich komplett. Das Denkmal für die Klone auf dem Venator gebaut. Oha, guck mal. Die Fürsten. Heilige Scheiß, einfach Denkmal. Ein von den Dorfbewohnern einrichtiges Denkmal zu Ehren der gefallenen Klone des Venators. Die gesamte Galaxis hält die Jedi für Verräter, nur wenige kennen die Wahrheit. Siehst du? Das Imperium ist nicht unsere einzige Sorge. Da geht's auch rein. Ey Leute, es gibt mir hier zu viel Wege gerade, ne? Warte, wir gucken mal erstmal, was es hier alles gibt. Alter, es gibt hier so viele verdammte Wege, ne? Ich dreh durch, ich dreh wirklich durch. Krank, das ist zu krank. Boah, wir müssen uns jetzt mit 2 anlegen, ey. Egal, das werde ich hinkriegen. Das werden wir hinkriegen, Freunde. Wow. Bruder, der ist ja schnell wie sonst was. Alter. Jawohl, Viereck. Jawohl. Okay. Langsam haben wir den Dreh raus bei denen. Den haben wir noch gar nicht gescannt, ne? Müssen wir mal scannen. Jotas. Stark, aber langsam. Schlage zurück, nachdem du einen Angriff ausgewichen bist. Schnelle Hiebe und oder Kunden wollen sich deinen Angriff erzürnen und verwirren die Kreatur. Ey, Kranke, gibt's schon wieder Wege, Mann. Wie viele Wege gibt's denn hier? Ey, guck mal, wo wir jetzt hier sind. Ich sehe nix. Was ist das für ein Gerät hier? Alter, wie dunkel, ne? Ich mach mal, glaube ich, 2 Lichtschwerter an, dann sehen wir ja, glaube ich, mehr, oder? Was zur Hölle geht hier ab? Aber hier geht's nirgendwo weiter, ne? Oder was hat das hier zu bedeuten? Leute, was hat das zu bedeuten, dieser Raum hier? Ich guck mal auf der Holokarte. Okay, das heißt, hier ist rot, das heißt, das können wir noch nicht benutzen. Das heißt, erst wenn wir auf einem anderen Planeten eine neue Fähigkeit freischalten, können wir hierhin zurückkommen. Überlegt euch das mal. Man muss alles sich merken. Ey, das sieht aber schon krank aus mit dieser Absturzstelle hier, ne? Das finde ich schon wirklich heftig. Und jetzt geht es hier auch noch weiter. Ey, das ist doch verdammte Scheiße nicht mehr normal. Okay, guck mal, das können wir auch nicht bedienen. Ah, ich glaube, das ist da, um diese Dinger hier, dass man hier durch diese Dinger kann. Zu 100%. Heilige Scheiße. Also heute wird es, glaube ich, echt eine lange Folge geben, Freunde. Ich habe euch gesagt, oder versprochen, wir werden in dieser Folge heute noch zum Schiff zurückkehren. Aber ich will den Planeten so gut es geht
Obachten, hey. Alter. Erkundschaften. Soll man jetzt neue Tarnung geben? Brauchbares? Neuer Poncho, bitte sei geil, bitte sei geil. Ja. Ich feier mehr so die hellen Farben. Sag mir, ich feier dir das mehr oder das hier? Das hier ist neu, der ist blau. Der andere. Nee, blau gefällt mir auch nicht. Wir behalten den weißen, ganz ehrlich. Ich finde den weißen am besten, ohne Scheiß. Muss man wirklich mal gesagt haben. Ich persönlich finde den weißen am besten. So, jetzt gehen wir mal noch zu der anderen Absturzstelle da hinten. Da ist nämlich... Bruder, da hinten ist noch so ein Nashorn. Hier ist auch noch... Alter Schwede. Da schwimmen wir jetzt mal hin. Geil, jetzt können wir endlich mal schwimmen in dem Spiel. Was... Was zur Hölle hat das zu bedeuten, da unter Wasser? BD1. Was ist das da unten? Können wir auch tauchen? Ich glaube, tauchen geht nicht, aber irgendwas leuchtet da unter Wasser. Seht ihr das? Ist das Atlantis? Ey, guck mal, viele Orte. Guck mal, ist auch noch ein Schiff. Funkspruch absetzen. Beschäftigt? Ich wollte mir gerade... nein, nicht beschäftigt. Nie beschäftigt. Brauchst du denn was? Hier sind zwei abgestürzte Schiffe. Du warst nicht der einzige Pilot, dem der Wind zu schaffen gemacht hat. Oh, 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 das fällt dir jetzt auf? Wo warst du denn? Ich meine, besser als ich geht gar nicht. Oh, oh! Ja, okay. Ich wollte mich nur bedanken. Oh mein Gott. Also, du bist wirklich... oh, oh. Gern geschehen, Kleiner. Ich muss weg. Ich hab zu tun. Also, wir sehen uns. Ciao. Ja. Oh, oh, das ist jetzt richtig schwer hier. Jawohl. Ah, scheiße. Das Zweier sollte ich am besten gar nicht benutzen. Jetzt lieber das Einer. Okay. Schnell mal den Golem nehmen hier. Okay, hä? Okay, wir müssen am besten immer angreifen, sobald... Wow, wow, wow. Chill doch mal, Bruder. Alter, wie schnell ist der bitte? Bruder! Nein! Der hat mich gleich! Ich brauch Stim! Stim, Bruder, Stim! Stim-Karte! Ah, Stim-Karte! 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 Einmal Reise um Jerusalem! Ey, der geht mir gerade so auf den Sack, der Typ, ne? Jetzt reicht's aber hier, ey! Arm ab! Besser Arm ab als Arm dran! Ne, das ist ein Sprichwort gegen anders, ne? Besser Arm dran als statt Arm ab! Ey, Digga, lass mal ein Laserschwert los! Was ist los mit dir? Heilige Scheiße! Was ging denn hier gerade wieder ab? Ist hier noch irgendein Seil, Digga, wo wir hochklettern können? Bruder, wie viele Wege es zur Hölle gibt hier nochmal, Mann. Aber hier können wir auch nur weiter. Oder? Hä? Bei Gott, Leute. Wo zur Hölle sind wir hier? Verdammte Scheiße. Das ist echt nicht normal, ne? Ich verliere langsam wirklich den Überblick. Aber es ist auch mega interessant für euch, seid mal ehrlich gerade. Bestimmt mega, mega interessant. Und da können wir aber nicht hoch, ne? Ne, da können wir echt nicht hoch, leider. Hier geht's auch nicht weiter. Hier brauchen wir irgendwie eine Fähigkeit, um dieses Echo da oben zu holen. Beziehungsweise hier, das ist ja noch rot, hier rechts das Teil. Da können wir nicht dran. Okay. Aber ein bisschen Bescheid, hier in dieser Absturzstelle gibt's ja richtig viel. Richtig viel. So, wir gucken mal auf unser Holograph. Holograph, Hologramm. Oha! Wir kommen hier überall gespawnt, diese Scheißdinger, Alter. Ey, immer wenn ich meine schwere Attacke machen will. Ey, dieses Scheißding, ne? Das fuckt mich so ab. Das fuckt mich so ab. Ich habe kaum noch Leben, Alter. Wir haben wieder einen neuen Fähigkeit. Wenn jetzt noch der Centaurus kommt, sind wir am Arsch. Ich darf hier auf keinen Fall sterben. Dann müssen wir an... Ey, Bruder, die kommen... Von überall her, ohne Scheiß. Da kann man teils echt nichts machen, ne? Die kommen aus all ihren Löchern gekrochen, diese Scheißviecher. Wir rennen mal jetzt rüber da. Wir können dann nämlich noch hochspringen. Aber mich fragt es, ohne Spaß, was zur Hölle war das hier unter Wasser? Können wir das Wasser vielleicht ablassen oder so? Weil irgendwas habt ihr ja gesehen, unter Wasser wurde uns was angezeigt. Oh Gott, da hinten sind zwei Centaurusse. Super. Super duper. Können wir aber auch nach oben? Klettern wir erstmal hier hoch. Kletter, kletter, Action. Ey, wo zur Hölle sind wir hier, Alter? Wir können da auch sogar ins Schiff rein und so. Sie beobachten uns. Heilige Scheiße. Scheiß Droide, verpiss dich, Alter. Schieß doch nochmal. Komm, schieß nochmal, wenn du Eier hast. Komm. Schieß. Oder.
bringe dich selber um. Ja, super, wo lang gehen wir jetzt? Oben oder unten, Freunde? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde sagen, erstmal. Vielleicht erstmal oben lang. Und gucken, was es hier überhaupt gibt. Alter Schwede. Guck mal, da gibt es auch noch Wege. Oh, da stand gerade was mit R3, ne? Scheiße. Oha, was schießt denn da? Ey, es gibt hier jetzt. Oh mein Gott, der tötet mich jetzt. Ich sehe schon, komm, dieses kleine Ding bringt mich gleich noch um, ne? Nein. Nein, ich falle hier runter, Alter. Mann! Egal, komm, das ist ein Zeichen. Egal, ich gehe jetzt auf die Zentauren drauf, Digga. Ich versuch's. Oder die können eh nicht ins Wasser, oder? Die müssen wir ja gar nicht holen, Freund. Die müssten wir gar nicht holen. Bruder, was ist das hier, Alter? Wie viele Wege gibt es hier? Ich komme echt nicht drauf klar gerade. So viele Wege gibt's hier. Müssen erstmal alles erkundschaften hier. Was bringt es überhaupt, diese zwei Zentauren da zu holen? Haben die irgendwas, was die bewachen oder so? Oha, der guckt mich schon so an, Alter. Die gucken mich beide so an, als ob die auf mich warten, mich zu fressen. Aber ich glaube nicht mal, dass es hier... Wir werden es versuchen, Freunde, gegen die zu kämpfen. Oha, die Folge geht da jetzt schon 34 Minuten. Okay, vielleicht wird das heute das 1-Stunden-Special, Alter. Ohne Scheiß. Oh, oh. Jawohl, einen habe ich schon mal. Jawohl. Oh, oh, nein, 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 das war's, das war's. Ja, nee, das war's. Oh, oh, wow, wow, wow. Ja, 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 wir haben es geschafft, Digga, beide zu holen, ohne zu sterben, Digga. Jawohl, wir haben hier was zum Hacken. Let's go, Leute, dickes GG. Dann macht mal die 10.000 Likes, Wolli, Alter. Dann gibt's heute das 1-Stunden-Special hier auf euren Nacken. Na gut. Jawohl, Uwe. Was gefunden, BD1? Neuer BD1-Skin, jawohl. Hoffentlich ein geiler. Ja, ah, passt der dazu? Ich finde, optisch passt das irgendwie nicht. Der hier. Der springt von den Farben ab. Wir müssen den lassen, ganz ehrlich. Ist zwar cool, dass wir das hier alles freischalten, aber er passt einfach von der Optik her nicht. Ey, krank, Leute. Überlegt euch mal bitte, wo zur Hölle wie wir hier sind. Ey, ich hätte nicht... Ich habe gedacht, okay, es gibt hier bestimmt so kleine geheime Orte, aber wir haben ja, wir haben ja schon fast einen neuen Planeten freigeschaltet. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist zu krass, wie viel Mühe sich EA hier in dieses Spiel gegeben hat. Unfassbar. Also wenn das Spiel so weitergeht, dann wird es definitiv zu einer meiner besten Story-Spiele gehören, die ich jemals gezockt habe. Sage ich euch ganz ehrlich an dieser Stelle, Leute. Also, es ist schon mal eins klar, Uncharted wird, glaube ich, nichts toppen können. Aber wenn das Spiel weiterhin so geil bleibt, wird es definitiv auf Platz 2 kommen. Das sage ich euch jetzt, Leute. Dann wird es definitiv auf Platz 2 kommen, wenn es so weitergeht. Okay, da hoch geht es nicht, ne? Geht es da überhaupt rein in dieses Loch? Guck mal auf der Karte. Ne, da geht es gar nicht rein. Es geht ja nur hier lang. Und ich habe gerade diesen scheiß Sprung nicht geschafft. Oder vielleicht schaffen wir den auch noch gar nicht. Safe, der müsste den easy schaffen normalerweise, ja. Ich war gerade einfach nur blöd. Und hab das nicht geschafft. Oh mein Gott, Digga. Da sind wieder diese scheiß Droiden. Und was haben wir hier? Moment, schneiden. Ah, ist eine Abkürzung, damit wir hier runter können. Alles klar. Vision, ja. Okay. Jetzt kommen diese scheiß Droiden, Digga. Gar keinen Bock auf die, ne? Ey. Nein, der trifft mich. Trifft mich auch noch in Zeitlupe, Alter, mit seinem scheiß Schuss. Oh Gott, hier sind so viele. Da hinten ist eine goldene Kiste. Eine goldene. Seht ihr die? Die ist Gold. Okay, wir gucken mal, was das Navi sagt. Bitte, Digga. Nein. Ein Schlag, ich bin tot. Oh mein Gott, jetzt muss ich konzentrieren. Ich muss ruhig bleiben. Ja. Nein! 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 Oh mein Gott. Egal, Leute. Wir gehen jetzt direkt nach oben. Scheiß auf die Zentauren. Scheiß auf alles. Guck mal, Leute. Seht ihr das? Das meine ich. Hier unten ist eine Kiste oder irgendwas ist hier. Schreibt mir mal in die Kommentare. Kann man hier tauchen? Nee. Aber ganz ehrlich, Leute. Die alle sind mir jetzt scheißegal. Wir werden jetzt einfach nämlich direkt zur Abkürzung schwimmen. Weil wir haben uns ja so ein Ding da runtergeschnitten. Und dann können wir dann easy hoch und können die Gegner easy umgehen. Was bringt uns das, die zu holen? Wir haben ja jetzt eh alles freigeschaltet hier. Seht ihr ja? Das wäre scheiße, wenn wir jetzt alles nochmal neu machen müssten.
Aber es hat ja zum Glück gespeichert. Wir müssen halt nur den einen holen. Oh Mann, Alter. Ey, das mit diesem Scheiß abblocken, das kann ich noch nicht so gut, Leute. Da braucht man echt ein bisschen mehr Timing. Ah, die explodieren. Okay, okay. Gut, das wusste ich auch nicht. So, jetzt sind wir wieder hier oben. Jetzt werde ich aber nicht sterben. Jetzt könnt ihr mich am Arsch lecken. Eins. Ganz ruhig. War zu früh. Jetzt. Jawohl, haben wir auch. Mama mia, ey. Ey, der kommt sogar noch zu mir gerannt, dieser Pisser, ey. Zusammengefleckt. Wir scannen jetzt mal diese Droiden. Da wird doch bestimmt safe. Sucht du, ihr wisst, safe stehen, kann bewegt und als Waffe benutzt werden. Ja, ja, war schon klar. Ah, guck mal, da rechts, das ist der eine, der mein Leben hat. Genau der rechte. Seht ihr das? Deshalb leuchtet der auch so gelb. Guck mal hier, neu, Level, Macht und EP wiederhergestellt. Weil wir den geholt haben. Verpiss dich. Hau ab! Der kommt sogar noch zu mir. Hau! Jawohl, jetzt haben wir den auch. Piss dich, Digga, Alter. Ich schmeiß die jetzt einfach mit der Macht weg. So, wie komme ich jetzt zu der goldenen Kiste da hoch? Jetzt sag mir nicht, hier geht's nicht weiter, Digga. Dann flippe ich aber aus. Ah, oh mein Gott. Wisst ihr, wo wir sind? Alter. Wir sind wieder komplett auf einer anderen Seite. Heftige Scheiße. Heftige Scheiße. Maximales Leben erhöht. Jawohl. Drei. Ah, was hat denn da geschossen? Irgendwas hat er gerade geschossen. Achso, nee. Der Commander starb durch ein Lichtschwert. Krank, Überlebender. Ein toter Klon, der allerdings nicht durch den Absturz starb. Er scheint von einem Lichtschwert getötet worden zu sein. Obi-Wan vielleicht. Scan mal hier. Das Ding hier braucht Strom. Okay. Ja, wo soll ich Strom herkriegen, Digga? Sag mir, wo ich... Oh, ich wollte nicht runterfallen. Woher soll ich denn den Strom kriegen? Jetzt sag mir nicht, hier geht's nicht weiter, Digga, Alter. Jetzt geht's hier einfach echt nicht weiter. Es geht hier einfach echt nicht weiter, ne? Ey, das kann nicht wahr sein, Digga. Ich will diese goldene Kiste da oben haben. Es geht hier gerade echt nicht weiter, Leute. Wir kommen da nicht hoch. Koste es, was es wolle. Nur wir werden da nicht hochkommen. Ne, wir werden da nicht hochkommen können. Scheiße. Okay. Dann müssen wir jetzt wieder den ganzen Weg zurück. Ich glaube, wenn wir da reingehen, dann kommen wir irgendwo schon zurück. Ja, guck mal, ich finde, sowas können wir eigentlich jetzt überspringen. Bin ich ehrlich für, Leute. Weil jetzt geht's ja nur wieder zurück. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei dieser einen Abkürzung wieder. So, wir sind da. Wir sind ja vorhin da runtergesprungen, haben hier eigentlich so gut es geht alles erkundschaftet. Funkspruch, was stand da? Funkspruch? Ich schwöre, da stand irgendwas mit Funkspruch. Hä? Ey, jetzt habe ich irgendwas wieder verpasst, oder was? Kann doch nicht sein. Das kann nicht sein, dass da jetzt genau Funkspruch stand. So, das war nämlich der Weg, wo es hier wieder runter geht. Aber ich weiß nicht, wohin. Vielleicht geht es hier auch gar nicht zurück. Okay, wir haben schon mal wieder ein neues Echo. Guck mal, wie viel wir hier finden, Leute. Was wir heute alles gefunden haben. Der Tunnel war überflutet. Wie konnte es dazu kommen? Oh mein Gott. Oh, das ist mein Schatten, Alter. Eine durch eine plötzliche Katastrophe ausgelöste Flutwelle hat die Kreaturen in diesem Gang getötet. Ey, ich dachte, was ist das für ein Schatten da? Ja, nicht, dass jetzt Unterwasserdinger kommen, ne? Alter, wo zur Hölle sind wir hier? Was ist das? Was zur Hölle ist das, Mann? Hier riecht's nach kaltem Öl. Wo landen wir jetzt hier? Nein, Kumpel, nicht du. Es ist das Wasser. Wir können hier auf jeden Fall meditieren. Ja, es ist sehr gut. Meditieren ist immer gut. Ey, ich fass es einfach nicht, Leute, ne? Ich fass es nicht. Das ist zu krass. Das ist zu krass, wo wir hier wieder landen, ey. So, mal gleich können wir uns auf jeden Fall auch mal auf den Weg zum Schiff begeben. Wir haben ja noch einen Fähigkeitenpunkt, den wir einsetzen können. Erhöht die Distanz, die Kerl mit einer Sprintattacke zurücklegen kann. Okay, das ist auch, das ist wichtig, weil dann können wir, jawohl, viel weiter diese Sprintattacken machen. Die mache ich ja auch sehr, sehr oft. Und deshalb, wir machen einfach Step by Step. Da gibt es keine richtig oder falsch in meinen Augen. Jeder kann das machen, worauf er Bock hat. So, sind wir jetzt hier irgendwo, wo wir schon waren? Bruder, wo geht's denn jetzt da lang? Eishöhlen? Ey, jetzt können wir wieder was scannen. Jetzt sind wir in der Eishöhle. Grabungsausrüstung. Okay. Imperiale Grabungsausrüstung. Dem Staub nach zu urteilen, liegt sie schon sehr lange hier.
jetzt geht's da wieder runter. Warte, ich guck mal, ey, wo sind wir hier, verdammte Scheiße? Zum Glück bin ich hier zuletzt lang gegangen. Jetzt sind wir in irgendeiner Eishöhle. Ey, was bietet dieser Planet alles? Ich schwör's dir, guckt euch das an, wo wir hier gelandet sind. Was ist das denn? Was zur Hölle ist das denn jetzt hier? Ey, ich geh kaputt, ne? Ich geh kaputt, ich schwör's euch. Ich schwör auf alles. Ey, also ich komm grad überhaupt nicht auf mein Leben klar, ne? Ich komme grad absolut nicht auf mein Leben klar. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich komme gerade nicht auf mein Leben klar. Ey, jetzt haben wir hier eine komplett neue Höhle entdeckt. Raketentruppler. Ich fass es gerade nicht. Es gibt hier gerade so viele Wege. Danke dir. Heilige, verdammte Scheiße. Oh mein Gott. Hey, Spear. Ich bin unter einer imperialen Ausgrabung. Ey. Viel weiter als gedacht. Jetzt bin ich irgendwo... Das ist im Moment unwichtig. Das Imperium hat dich als den Jedi von Bracca identifiziert. Sie suchen bereits nach der Mantis. Könnt ihr mit der Mantis weg? Ein Triebwerkstart ist zu riskant. Durch die Entladung würden sie sofort auf uns aufmerksam. Wo sind wir hier? So schnell wie möglich. Ey, wo bin ich hier, verdammte Scheiße? Warum bin ich hier reingegangen, Alter? Ich wusste nicht, dass die Türe hinter mir zugeht. Stell mir vor, das bringt uns jetzt direkt zum Schiff. Wenn es ist, keine Ahnung, was hier abgeht, aber... Irgendwas ist hier faul, Alter. Irgendwas ist hier faul. Gleich kommt locker ein Sith Lord. Hä? Ey, wo zur Hölle sind wir denn jetzt hier gelandet, Alter? Öffnen. Abkürzung. Oh mein Gott, das kennen wir doch, oder? LOL, da ist unser Schiff. Oh mein Gott, da ist unser Schiff. Bruder, die krasseste Abkürzung aller Zeiten. Seid mal ehrlich, die knabbern da wieder am Klon. Wie krank ist das denn? Es geht hier wieder zurück. Aufbruch. Es geht hier aber noch weit. Ich will aber wieder runter, Mann. Was zur Hölle ist das denn da? Okay, Augenblick. Wir müssen das verlangsamen. Und dann genau da durchspringen. Und jetzt landen wir wieder unten, oder was? Alter, das ist echt cool gemacht, ohne Witz. Das macht er richtig laut. Und jetzt fahren wir komplett runter. Und sind wieder komplett unten. Ah, ja komm, das können wir auf jeden Fall noch hier erkundschaften, Leute. Das macht so Laune. Unglaublich, Digga. Wir können hier einfach nach oben fahren mit dem Aufzug und den wieder runterrufen. Richtig nice. Ohne Scheiß. Das feiere ich gerade abnormal. Abnormal. Was ist hier? Ja, wo geht's hier überall weiter, Digga? Ey. Und stell dir mal vor, das ist mit jedem Planeten so. Scheiß mal auf die Hauptstory. Ich schwöre, das macht so Laune gerade hier. Oh nein. Wieder Centaurus. Boah, jetzt habe ich aber kurz einen Prozess mit dem gemacht, ne? Das war kurzer Prozess. Aber wisst ihr auch warum? Weil wir diese Dreiecksattacke jetzt von viel weiter weg machen konnten. Das habe ich auch übelst gefeiert. Wuhu! Boah, geil, Mann. Super, und jetzt? War das richtig? Ja, ne? Alter, diese Eishöhle sieht Bombe aus hier. Oh, oh. Eliminiert. Ah, was ist das denn für ein Gegner da? Alter! Was hat der denn da für Schwerter? Ah, Bruder, was geht ab mit dem? Der ist stark. Okay, jetzt gibt ihr mal beide Schwerter von mir zu spüren. Ah. Boah, sind die stark, Digga. Heilige Scheiße. Du hast keine Chance gegen uns. Boah, der ist sau. Ey, die sind sau stark gerade. Stim sofort. Brauche ich wirklich. Alter, wie schnell ist der bitte? Der weicht alles aus. Der ist krass, der Typ. Ich muss hier weg, Digga. Ich muss erstmal überlegen, was ich mache gegen den. Ey, ich glaube, zwei Schwerter bringen bei dem nichts. Zwei Schwerter bringen bei dem nichts. Ich brauche hier echt noch einen Stim. Ich werde dich nicht verfehlen. Meine Verteidigung hält. Alter. Wer zur Hölle ist das, Mann? Wer zur Hölle ist das? Der ist ja stärker als alles andere. Aber warte, jetzt werde ich mir den holen. Jawohl. Oh mein Gott, Alter. Jetzt habe ich die auseinandergenommen. Aber wer zur Hölle war der? Wer zur Hölle war das denn? Elektrostab ausführe mit einem
führen mit Elektrostäben eine Vielzahl schneller Hiebe aus, sind nach dem ersten Angriff aber verwundbar. Flinke Gegnerangriffe, die Attacken ausweichen und diese parieren können. Alter! Ja, guck mal, zwei Kisten einfach hier so. Hey! Einfach zwei Kisten hier. Was haben wir gefunden? Neuer BD1-Skin? Jawohl, der ist nice, Digga. Der passt jetzt zum Outfit. Den nehmen wir. Der ist neu. Den nehmen wir safe. Der ist geil. Und jetzt gibt man nochmal einen neuen Anzug hier. Komm schon, komm schon. Irgendwas Geiles. Neuer Lichtschwertmaterial erhalten, okay? Geil, geil, geil. Echo wahrnehmen. Hört mal zu. Ein ausgezeichneter Fund. Er bedarf meiner persönlichen Einschätzung. Okay, Artefaktenfund. Ein Werkzeug, das ein Arbeiter angesichts seiner Begeisterung über einen rätselhaften Fund während der Ausgrabungen zurückgelassen hat. Offenbar hatte er gefunden, wonach er gesucht hat. Okay. BD1. Abkürzung. Ah, jetzt sind wir wieder hier am Anfang, okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Okay, haben wir ja eigentlich die ganze Höhle jetzt erkundschaftet, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Oder? Nee. Warte mal, ich muss gerade echt überlegen. Ich weiß gerade nicht, wo wir hier sind. Zur Hölle nochmal. Das ist so ein Riesenlabyrinth hier. Was ist das denn? Oh mein Gott, woher kommt denn der Golem her? Ey, der ist wirklich saustark. Wow. Okay. Alter, nein, 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 ich will nicht sterben. Bruder! Alter, nein, nein, nein. Bruder, ich weiß echt nicht gegen den, wie ich genau vorgehen soll. Der ist so aggressiv, Digga. Mann, Alter, reicht. Ey, ich muss den holen. Der darf mich nicht holen. Jawohl, Alter. Boah, Glück gehabt. Verdammte Scheiße. Ey, was geht in dieser verdammten Eishöhle hier ab, Alter? Was zur Hölle geht hier ab? Hier können wir wieder irgendwas scannen. Der Klang der Zerstörung. Pulverisator ist Projektbohrer. Eieieiei. Bratucha Scharmutter, sage ich dazu nur. Guck mal, was da drüben wieder noch für Dinger sind. Was ist das hier, Mann? Wo kamen wir rein? Warte, ich glaube, wir kamen von da hinten rein. Okay, dann konnte man da den Aufzug nehmen. Dann sind wir da lang diesen Weg gegangen. Und sind jetzt hier gelandet. Ey. Wir gucken uns mal die Karte hier an. Okay, da ist aber auch so ein Aufzug nochmal. Wohin führt aber dieser Aufzug führt wieder ganz woanders hin. Ey. Also das ist nicht normal, was es hier alles zu entdecken gibt, Leute. Das war jetzt gerade nur ein kleines Beispiel, was es hier alles gibt. Ja, okay, hier geht's auf keinen Fall weiter. Dafür brauchen wir so safe so einen Doppelsprung, den wir irgendwann freischalten werden. Zu 100%. Ja. Irgendwas kann man da safe freischalten. Da will ich aber auf jeden Fall noch hin. Okay. Ja, langsam habe ich wieder ein bisschen Überblick. So, hier können wir auf jeden Fall noch hin. Ey, wieso trifft er den nicht, Mann? Oh, ich hätte vielleicht synchronisieren sollen. Nein, nein, nein. Ey, wenn die mich jetzt holen, ne? Wenn die mich jetzt holen, Digga. Wenn die mich jetzt holen, Digga. Nein. Nein. Verpiss dich. Boah, Digga, mein Leben. Bitte guckt euch mein Leben an. Verdammte Scheiße. Nein. Oh mein Gott, nein. Ey. Aber egal. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Zieh durch, zieh durch, zieh durch. Nein, ich falle in die Lücke. Was ist das denn? Ey. Was? Hör, warum respawn? Oh mein Gott, Digga. Jetzt kommt einfach respawn. Wieso? Hä? Okay, guck mal, Leute. Krass, was ist das denn hier? Das ist da inter... Und jetzt kriege ich... Okay, weil ich jetzt zweimal runtergefallen bin, jetzt müssen wir echt aufpassen. Das wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, immer wenn man irgendwo runterfällt... Wow, wow, wow. Nein! Okay, aber einmal darf man. Ich glaube, zweites Mal darf man noch nicht. Scheiße, das ist auch ein bisschen Glück, wie das Ding anhält. Ohne Scheiß. Gehört doch ein bisschen... Jawohl, jetzt haben wir es aber safe. Jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Auf ganz easy. Feind geortet. Er hat eine gute Abwehr. Oh, shit. Haltet mit der Greife den Feind an. Er bringt einfach seinen eigenen Teamkameraden um. Okay, es ist hier aber auch nochmal ein Aufzug.
Wir haben aber jetzt nichts Neues richtig freigeschaltet. Wir können hier nur noch was hacken. Und dann können wir auch eigentlich wieder nach oben gehen. Wir öffnen jetzt mal die Kiste hier. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass es heute so eine krasse Folge wird. Auch wenn wir in der Story nicht weitergekommen sind. Irgendwas Brauchbares? Zu krass. Ich will auf jeden Fall mein Lichtschwert tunen. Die Frage ist, wohin führt dieser Aufzug? Egal, Bruder, ich fahre jetzt einfach mal damit hoch. Wir gucken mal, was uns jetzt erwarten wird. Aber wir gucken mal, wo wir jetzt sind. Weil ich finde, jetzt haben wir erstmal genug freigeschaltet für diesen Planeten. Wir haben richtig, richtig viel freigeschaltet. Muss man einfach so sagen. Wir haben einen neuen Planeten. Den werden wir dann safe in der nächsten Folge besuchen. Aber das wird heute das 1-Stunden-Special, Alter. Zwar nicht bei Folge 10, aber bei Folge 9. Alter, ist das krank. Ich schwör's dir, das macht so Laune. Ich werde die ganzen anderen Planeten, wir werden das, glaube ich, im Stream demnächst machen. Also wir gucken einfach mal. Oder in den nächsten Folgen. Lasst euch überraschen. Ich würde mal jetzt echt gerne wissen, wo wir hier sind. Waren wir hier schon? Guck mal, da hinten ist aber auch ein Echo. Habt ihr gesehen? Da hinten ist ein Echo, was wir noch nicht aufgenommen haben. Okay, meditieren ist eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll war hier. Aber, warte mal, waren wir hier? Hier waren wir safe noch nicht, weil hier ist ein Echo. Bruder, jetzt gibt es noch Aufzüge, die uns woanders hinführen. Oder waren wir hier schon? Ich schlafe einem Einsturz. Imperiale Grabungen machen die Tunnel instabil. Einsturz? Waren wir hier schon? Ist es das, wo wir vorhin gewesen sind? Ja, oder? Zu 100%. Ja, wir sind da runter. Okay. Ah, der Aufzug hat uns jetzt nur wieder zurückgeführt. Aber wir haben da ein Echo übersehen. Das kann doch nicht sein. Hier war doch gerade da, wo ich gesagt habe, ey, scheiße. Das, der Schatten ist ein Gegner. Aber hier war einfach noch ein Echo gewesen, was wir nicht gesehen hatten. Krank. Das war einfach hier links versteckt. Das habe ich vorhin nicht gesehen. Gut, dass wir nochmal hochgefahren sind. Dann fahren wir auf jeden Fall nochmal runter. Oder geht das nicht mehr? Ne, wir können ja wieder runterrutschen. Okay, okay, okay. Ja, easy, Freunde. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt hoch zurück zu unserem Schiff. Auf ganz entspannte Basis. Weil ich denke mal, wir haben jetzt hier alles, so gut es geht, in dieser Höhle entdeckt, oder? Oder nicht? Ich weiß ja nicht, wie wir die Etage hier höher noch kommen. Guck mal, es geht hier noch eine Etage höher. Aber da bin ich jetzt gerade ratlos, wenn ich ehrlich bin. Das kann ich euch nicht sagen, wie wir da hinten hinkommen sollen. Oh oh, verpiss dich. Vielleicht nochmal hier zurück. Wir gucken mal eben, Zieh ich hoch. Ah, okay. Ach du Scheiße, als ob es jetzt rüber geht. Nee, guck, oder? Lol. Ach nee, das ist ja nur zum Meditieren. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre ein Echo. Ach du Scheiße. Ich bin ja komplett lost. Ja, ja, oh mein Gott. Nee, nicht wieder gegen den. Ja, dann können wir jetzt auf jeden Fall zu 100% in meinen Augen hoch zum Schiff. Fahren wir jetzt hoch zum Schiff. Leute, macht die Likes kaputt bei dem Video, Alter. Ohne Witz. Heute einfach mal auf spontan das 1-Stunden-Special. WWE wird heute Abend dann erst kommen. Und wir werden uns jetzt unser Lichtschwert vornehmen, okay? Wir werden uns jetzt unser Lichtschwert vornehmen und das für diese Folge noch ausrüsten, bevor es zum nächsten Planeten geht. Und bei der nächsten Folge wird es dann den neuen Planeten geben. Das wird dann morgen sein. Es hat so Spaß gemacht. Ich habe jetzt gerade wirklich eine Stunde gezockt. Mir kommt das vor, ohne Witz, wie 20 Minuten oder so. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Natürlich gibt es auf dem Planeten bestimmt noch andere Orte, die man hier freischalten kann. Aber wir haben auf Zepho, würde ich sagen, echt sehr, sehr viel freigeschaltet. Auch nicht so viel, aber schon viel trotzdem. Würde ich jetzt mal einfach sagen. Man kann ja, glaube ich, im Schiff dann sehen, zu wie viel Prozent man das abgeschlossen hat. Ich würde schon sagen, so 70% oder so. Okay. Nein, das war... Hä? Echo wahrnehmen? Das war das jetzt doch mal ein anderer Aufzug? Ey, Leute, ich geh kaputt, ne? Ich komme hier durcheinander. Was zur... Was soll das? Grabt weiter. Ich will seltene Artefakte. Keinen wertlosen Hirnefanz. Bei Gott, Leute, bei Gott. Ist mir scheißegal, was ihr sagt. Aber wo bin ich hier? Ey, wie viel... Ach, jetzt sind wir hier ganz oben noch in der Höhle. Ey, Bruder. Ey, ich geh kaputt, ne? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Freunde. Aber jetzt geht's hier noch weiter. Ich hab gedacht, das wäre der Aufzug für ganz nach oben.
Aber da, es war der Aufzug für... Oh, es war also was drin. Mantislackierung erhalten für das Schiff. Ja, Mann, in Gold, Digga, in Gold. Goldenes Schiff. Ey. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir gerade echt... Das ist mir gerade zu krass hier, wie viele Wege es gibt, ne? Was haben die Spielemacher hier angeschaut? Oh mein... Bruder. Ey. Ist der weg? Zum Glück habe ich mich gerade nicht erschrocken, Alter. Weil ich habe den irgendwie schon vorher gehört. Verpiss dich. Oh, da ist noch einer. Boah, der aber gut gekontert. Warte mal, wo kommen wir hier raus? Was ist das für eine Musik, Alter, ey? Was hat das Spiel für Geheimnisse mit sich, Freunde? Was bringt das Spiel für Geheimnisse mit sich? Ich schwöre, ich komme darauf echt nicht klar, ne? Wirklich, ich komme darauf echt nicht klar. Wo sind wir jetzt hier? Zu viele Wege, was wir heute hier erkundschaften, ey. Nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal. Und da geht's dann wieder komplett runter, oder was? Ich blick hier echt nicht mehr durch. Es gibt ja zu viele Echos und so alles. Das macht aber auch so Laune. Das ist nicht so, dass ich sagen würde, das ist langweilig. Zeitverschwendung. Was hat Crane vor? Unmöglich, dass hier drin was Nützliches ist. Aber ich muss sagen, Freunde, wir gehen nochmal zurück. Weil da war nochmal ein anderer Weg. Muss ich ganz ehrlich sagen, da war nochmal ein anderer Weg, den wir gehen konnten. Wenn er noch hier hochgeht. Ja, wir müssen nochmal zurück durch diese Höhle hier. Auch wenn es hier ein bisschen dunkel ist. Wir finden schon den Weg raus. Und jetzt geht's hier lang nochmal. Weil da konnten wir auch nochmal geradeaus gehen. Ne? Habt ihr das gesehen? Geradeaus ging es ja nämlich auch nochmal. Und zwar hier lang. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Hä? Oh mein Gott, wisst ihr, wo wir sind? Alter. Wir sind einfach hier, wo wir vorhin aufgehört haben. Wisst ihr das noch? Ey, alle Wege führen zueinander. Krank. Aber diesen Weg habe ich davor noch gar nicht gesehen. Oder war der gesperrt? Ich habe keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich sagen, Leute. Ich habe keine Ahnung. Aber das, was heute abgeht hier, das geht zu weit, Leute. Das geht zu weit. Es ist krank, Leute. Ich will gar nicht aufhören mit diesem Spiel. Merkt ihr das? Am liebsten 2-Stunden-Special. Ohne Witz. Ohne Witz. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Abnormal, was hier abgeht. Ohne Witz. Okay, da ging es ja auch nochmal jetzt runter. Die Frage ist, wo kommen wir da raus? Ach ja, scheiße. Sorry, sorry. Das war blöd. Es geht ja nur nach unten. Das Spiel verwirrt mich einfach komplett. Muss ich wirklich sagen, ich bin so verwirrt. Ich bin so verdammt nochmal verwirrt. Was ist das denn? Okay, hier werden wir dann... Ah, okay. Ich glaube, hier waren wir sogar auch schon, ne? Wenn mir sich das nicht täuscht. Okay. Ja, Freunde, dann würde ich sagen... Oder geht's da auch nochmal runter? Ne, da geht's nicht runter. Okay. Dann weiß ich Bescheid. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal wieder gemeinsam zurück zum Schiff. Oder was sagt ihr? Oder, ja, komm, wir sehen uns gleich beim Schiff wieder. Wenn irgendwas Neues kommt, sehen wir uns gleich. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet auf einmal? Bruder, ich komme gerade gar nicht klar, ne? Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, ist das... Ja, stabil, Bruder. Stabil. Hier ist das Seil. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Krank, Digga. Krank, krank, krank. Und spring. Mann, Alter, das kann doch nicht sein. Bitte nicht respawn. Bitte nicht respawn, Leute. Ey, was passiert hier gerade? Ich krieg das Seil einfach nicht. Weiter, 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 weiter und springen. Jawohl. Ach, krank, Digga. Interagieren? Okay, das war auf jeden Fall safe der falsche Aufzug, Leute. Wo ist jetzt der richtige Aufzug, Digga? Gib mir jetzt den Aufzug. Ich drehe noch gleich durch hier. Okay, das war da, wo diese krassen Gegner waren. Schau, hau mal rein. Okay. Jetzt, Freunde, zu 100% geht es zurück zum Aufzug. Verpisst euch alle, Alter. Lass mich in Ruhe, Alter. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, Bruder. Hau mal ab, Digga. Hau mal ab. Ja, super. Wie komme ich jetzt da hin zum Aufzug? Wie komme ich da jetzt hin? Muss ich jetzt diesen Weg gehen wieder? Oder war das der Aufzug, Bruder? Es gibt hier mir zu viele... Es gibt hier wirklich zu viele Aufzüge, ne? Kann man das irgendwo sehen, wo die hinführen? Der führt zurück zum Schiff. Oh mein Gott.
Der Pisser schubst mich einfach da runter. Das war safe, der Aufzug. Jawohl. Okay, Freunde, wir sehen uns gleich beim Schiff wieder. Oh mein Gott, was ist das denn da? Was ist das denn? Ey, ich wollte gerade zum Schiff. Und jetzt kommt da so ein Ding. Oh mein Gott, die Mann. Ach du Scheiße, Alter. Bossgegner. Ja, super. Super. Was ist das denn? Ey, wie soll ich das denn kaputt machen? Auf die Füße vielleicht? Jawohl, auf die Füße ist auf jeden Fall richtig. Super, aber ich hab hier... Ich hab nicht Feuer gespeichert, Leute, ne? Ey, das kann nicht wahr sein. Ich dachte, ich gehe entspannt zurück zum Schiff. Einmal kommt hier so ein Bossgegner. Aber der ist machbar, Leute. Der ist machbar. Das sind jetzt Explosionsdinger da. Jawohl, wir haben den besiegt. Auf ganz easy Basis. Auf ganz entspannte Basis haben wir den besiegt, Freunde. Aber irgendwas schießt er noch. Oh, wie süß. Da kommt der Druide raus, der da drin war. Oh, voll der Süße. Oh mein Gott, Leute. Was war das heute für eine Folge? Was war das heute für eine Folge? Gute Arbeit, Kleiner. Hey, du hast ein paar echt starke Moves. Sag mir nur, dass der Besuch nicht umsonst war. Ich habe das Grab eines Sepho-Weisen gefunden. Sie haben die Macht genutzt. Eine hochentwickelte Zivilisation von Machtnutzern verschwindet einfach. Kein Wunder, dass Meister Cordova von ihnen besessen war. Was war sonst noch? Vor ihrem Verschwinden reisten die Sepho zum Planeten Kashyyyk. Ah. Cordova hat einen Wookiee-Freund namens Tafun. Können wir ihn aufspüren? Kashyyyk, also die Situation ist echt schlimm dort. Das Imperium setzt den armen Wookiee ist wirklich ganz übel zu. Dann sollten wir kampfbereit sein. Ich feiere den Typ mal, richtiger Grinch. Du genießt dein neues Leben wohl. Das mit dem Kampfläufer hat dich selbstbewusster gemacht. Also, was ist das für ein Gefühl? Ihr meint mit der Macht? Ja, mit der Macht. Du hast gesagt, es kann einen überwältigen. Doch habe ich mich nicht umgebracht. Reden wir nicht darüber. Ja gut. Ich verstehe. Besser als du denkst. Warum habt ihr aufgehört, die Macht zu nutzen? Als die Auslöschung begann und die Klone uns angriffen, haben mein Padawan und ich uns mit einigen Jünglingen versteckt. Aber es ging nicht lange gut. Imperiale Patrouillen waren kurz davor, uns zu entdecken. Ich wollte sie von meinem Padawan Triller weglocken. Sie blieb zurück bei den Jünglingen. Ich wurde geschnappt. Und sie folterten mich. Sie wollten mehr über die anderen erfahren, wie viele es waren, aber vor allen Dingen ging es ihnen um Cordova und sein Ziel. Aber ihr seid entkommen. Ja, bei einem Gefängnisaufstand. Es bot sich eine Gelegenheit und ich ergriff sie. Sie hatten mich fast gebrochen. Und ich bin nicht mehr dieselbe wie früher, Kerl. Euer Padawan. Hat sie überlebt? Nein. Bestimmt ist sie jetzt bei der dunklen Seite. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Kann sein, ne? Und darum können wir nicht aufgeben. Die Entbehrungen derer, die uns am nächsten standen, wären umsonst gewesen. Ja, dieses Spiel, ne? Ich bin fassungslos. Ich bin ratlos und fassungslos. Heilige Scheiße. Ceres Padawan. Okay. Freunde, ich würde sagen, wir speichern an dieser Stelle ab. Wir machen dann morgen weiter. Morgen werden wir das Lichtschwert alles machen, Leute. Es war jetzt schon das 1-Stunden-Special. Ich kann jetzt nicht noch mehr in die Länge ziehen. Deshalb, lasst euch überraschen. Morgen geht's weiter. Morgen werden wir unser Laserschwert komplett nochmal aufpimpen. Jetzt werden wir auf jeden Fall erstmal speichern. Ich muss auch gleich los. Mein Vater hat Geburtstag. Wir gehen essen und sowas. Und ja, nehmt alle den Like-Button auseinander, macht vielleicht sogar hier die 15.000 Likes drauf, Alter. Das würde mich mega freuen, wenn ihr das packen würdet. 15.000 Likes auf dieses Video. Wir speichern hier ab. Morgen geht's dann weiter. Man sieht ja auch den Laserschwert. Wir haben auch 2 Fähigkeitspunkte verfügbar. Ich bin raus. Haut rein und ciao.